Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 13. Ausgabe GTA Legends. Und das müsste mittlerweile die 8. Folge sein, der 24 Minuten von irgendetwas. 24 Stunden in 24 Minuten komprimiert. Wir sind das letzte Mal mit dem BMW CSL in Spa nicht so ganz erfolgreich gewesen. Waren zwar zügig unterwegs, sind aber sehr weit hinten gestartet und hatten dummerweise auch ein paar Fahrfehler zu viel, wie immer. Heute soll das anders werden. Ihr habt gewählt von diesmal nur 7 Stimmen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gingen immerhin 3 an die Kombination Shelby GT 350 auf der nationalen Variante des Hockenheims. Für die nächste Umfrage hoffe ich mir eine etwas regere Beteiligung. Also wir sollten zumindest eine 2-stellige Stimmenabgabe erreichen. Angepeilt sind so 13 bis 15 Stimmen. Das wäre schön, wenn sich einfach ein paar von euch noch an der Umfrage beteiligen würden. Und zwar stehen für das nächste Mal zur Wahl. Fange ich oben an, unten. Der nördliche Kurs von Anderstorp. Sehr kurz. Klein und wendig. Wir haben beide 180 Grad Kehren dabei. Das wäre eben Variante Nummer 1. Die zweite, etwas bekannter, wäre Monza Junior. Eine Strecke, die auch in der Realität des öfteren Mal befahren wurde oder befahren wird von kleineren Rennklassen, die wir auch schon mal gesehen haben in R3E. Nur unwesentlich länger, dafür glaube ich weniger, na doch deutlich weniger Kurven. Wäre also Option Nummer 2, Monza Junior oder eben Anderstorp Nord. Dazu gäbe es zur Wahl erneut den Lotus Elite. Den wollte das letzte Mal keiner haben. Oder stand er noch nicht zur Wahl? Egal. Auf jeden Fall für heute zur Wahl der Lotus Elite. Der Porsche 914-6. Den wollte wirklich keiner haben. Klein und lustig. Und noch ein bisschen kleiner, der Abarth 1000 Thüringer. Das sind eure 3 Optionen für die Fahrzeuge. Die Umfrage wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit den 6 Kombinationsmöglichkeiten, die zur Wahl stehen. Ich bitte um rege Beteiligung. Wie gesagt, 13 bis 15 Stimmen möchte ich erreichen. Einfach damit es keine Solo-Veranstaltung wird, sondern damit ihr mitbestimmt oder mitbestimmen könnt, was auf diesem Kanal zu sehen ist. Nun aber zu der Kombination, die wir heute sehen. Hockenheim National. Wir fahren in der GTC 65. 13 Runden werden auf dem Plan stehen. Wir machen das Feld mal voll. Ja, 35 Mann. Und suchen uns mal unseren Shelby GT 350. Den fahren wir in Rot, Weiß, Rot, Weiß, Rot, Rot. Okay. Wir schauen uns das Auto mal an. Es ist ein Shelby GT 350R. Ungefähr Jahrgang 65, möglicherweise. Es ist wie immer bei den Daten hier in GT Legends nicht ganz so einfach, das Original zu finden. Wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben, dass das hier ein 65er Shelby GT 350R ist. Aber erstmal, was ist überhaupt ein Shelby GT 350? Um das zu erklären, müssen wir ein bisschen früher anfangen. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Und zwar bei der Firma Ford. 1964 hat man angefangen, den Ford Mustang zu bauen. Das erste Ponycar, das eine Generation von Autos geprägt hat, eine neue Art von Auto herausgebildet hat, geformt, geschaffen, und zwar die sogenannten Ponycars. Ponycars sind im Prinzip Sportautos nach Coupé-Art und Weise, mit langer Nase, kurzem Heck und ein bisschen Leistung. Ja, und Ponycar mit dem Pony im Kühlergrill. Ein Mustang ist jetzt nicht unbedingt mehr kein Pony, aber irgendwo kommt schon hin. 1964 angefangen, lebt bis in die Gegenwart fort.
Ich denke mal, legendär sind eigentlich so die ersten 4 Jahre, 1964 bis 1968, 1967 einhalb. Es war so lustig, damals hat man noch die Modelle innerhalb des Jahres geändert und hat dann wirklich diese, was wär's denn für ein Mustang? Ah, 1967 ein halber. Ja, kein 1967er, nein, nein, das ist was anderes, sondern ein 1967 ein halb. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, es war halt so. Der Mustang hat nach diesen ersten Jahren eigentlich eine ziemliche Abwärtsspirale erlebt. Es ging irgendwann eigentlich gar nicht mehr schlimmer. Der Ur-Mustang basierte auf dem Chassis der Plattform des Ford Falcon in der zweiten Generation. Den sind wir hier auch schon gefahren und man sieht auch sofort die Ähnlichkeit, so von den Abmaßungen her, vom Grundsatz her. Ja, passt schon irgendwo. Aber später war man der Meinung, ja, Ponycar schön und gut, nur wir wollen eigentlich eine Familienkutsche bauen. Zumindest ist das meine Interpretation des Ganzen. Denn das Auto hat sich definitiv nicht zum Besseren entwickelt, sondern rein optisch ging der Schuss sowas von nach hinten los. Aber nicht nur optisch, sondern wir hatten die Ölkrise bei den Amis, daraufhin eine Beschneidung des amerikanischen V8. Ich glaube, der Tiefpunkt war hier bei 160 PS. Oder noch weniger, 160 PS aus einem amerikanischen V8. Hauptsache, wir haben einen V8 unter der Haube. Leistung brauchen wir keine mehr, weil Ölkrise und müssen wir eh alles beschneiden. Das tat dem Mustang sicherlich nicht gut. 2004, glaube ich, ging es dann wieder bergauf. Man hat sich zurückbesonnen auf das alte Design. So in etwa. Man hat die markanten 3 Rückleuchten wieder eingeführt. Man hat die doch recht markante Nase ein bisschen nachgebildet. Der moderne Mustang ist zwar ein bisschen bulliger als der alte, insgesamt ein bisschen breiter geworden, ein bisschen mächtiger geworden, aber man hat doch so die Designzüge der frühen 60er wieder aufgegriffen und so das Flair des eigentlichen Mustangs mit der 5. Generation wieder zurückgebracht. Und dazwischen, zwischen der 1. und der 5., da brauchst du Spucktüten. Wir haben ja zum Beispiel in R3E den Ford Mustang GT DTM aus dem Jahre 1992. Ist das Ding hässlich. Von vorne geht es noch so lala. Von hinten sieht man Ford Großserie. Das Ding haben sie verwirkt. Wie auch immer man das schafft. Naja, die ersten Jahre sind auch sowieso die, ich sag mal, erfolgreichsten für Ford gewesen. Der Peak Verkaufszahlen auf dem amerikanischen Markt war 1966 erreicht mit, lasst mich mal ganz kurz spicken, wenn ich es denn wiederfinde. Na, wo steht denn diese olle Information? 607.568 Stück. Ja, danach ging es dann steil bergab. Na gut, noch nicht direkt danach, aber wie gesagt, man hat das Auto wirklich zugrunde gerichtet und entsprechend sahen die Verkaufszahlen danach aus. 50.000 bis 100.000 Stück im Jahr war nicht mehr unbedingt der Renner. Die modernen gehen na, wieder so auf 200.000, 250.000 Stück pro Jahr. Ist okay. Aber dazwischen war einfach ein Mustang ein Auto wie jedes andere. Die eigentliche Faszination Mustang aus den 60er Jahren, die hat Ford auf jeden Fall mit Füßen getreten und zum Glück hat man sich Anfang der 2000er wieder zurückbesonnen. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht, denn auch heute beschreitet man wieder neue Wege. Was ist markant für einen Mustang? Ein amerikanischer V8. In den letzten Jahrzehnten hat man schon angefangen mit einem V6 und heute bietet man einen Biturbo Vierzylinder oder ist es doch ein V6 aus dem Ford Focus an, was jetzt nicht mehr allzu viel mit amerikanischem V8 zu tun hat. Wie dem auch sei, der Ford Mustang hat eine lange Tradition, hat eine lange Geschichte, hat auch viel Faszination und ist auf jeden Fall ein sehr markantes Auto. Shelby, also unser guter Freund Carroll Shelby, war der Meinung,
geht alles sowieso noch besser. Gib mir das Ding mal rüber. Ich mache was Gescheites draus. Geboren war der GT 350. Was hat man gemacht? Man hat den amerikanischen V8, den Standard 274 PS Motor ein bisschen aufgepumpt auf 310 PS. Man hat die Bremsanlage etwas überarbeitet. Hinten fährt man zwar immer noch Trommel, aber vorne gibt es mittlerweile Scheibenbremsen. Man höre und staune. Scheibenbremsen damals, meine Güte, oh Gott, oh Gott. Ja, man hat, glaube ich, standardmäßig sogar einen Überrollkäfig drin gehabt. Und ab 1965 eben den Shelby GT 350 gebaut oder veredelt, sagen wir mal so. Den Mustang veredelt zum GT 350. Verkaufspreis damals übrigens schlappe 4.547 Dollar 1965, was heutzutage 33.882 US-Dollar entspräche nach Inflation. Und das wiederum entspräche nach aktuellem Wechselkurs von heute Morgen 36.834 Euro. Ungefähr in der Kategorie liegt der Mustang auch heute noch, allerdings nicht der Shelby-Aggregat, sondern der normale. Den kriegt man auf dem deutschen Markt schon für 35.000 mit dem Biturbo und für 40.000 mit dem V8. Gut. In den Anfängen 1965 bis 1968 lief der Shelby GT 350 wirklich bei Shelby vom Band, was auch immer man da Band nennen kann. Danach hat sich Ford das Auto unter den Nagel gerissen. Ab da gab es dann den Shelby bis 1962 direkt bei Ford, von Ford und auch wirklich von Ford hergestellt. War also anscheinend relativ erfolgreich, das Teil. Man hat danach, als das Auto wirklich zugrunde gerichtet wurde, den Shelby eingestellt. Da wollte wohl anscheinend keiner mehr das Ding haben. Und erst 2006 hat man den Shelby als Titel wieder eingeführt und verkauft heutzutage auch offiziell über Ford den Shelby GT 500 für 65.000 waren das, glaube ich. Kostet schon ein paar Euro Aufpreis. Dafür bietet er auch mit, glaube ich, Kompressoraufladung einiges mehr an Leistung. Aber es geht ja um die 65er Generation, damals kurz vor den Hippies. Der eigentliche Mustang, der 1965 nur, also seitens Shelby, nur in Wimbledon Weiß angeboten wurde mit Guardsman Blue Streifen unten am Türschweller. Wahlweise konnte man auch den Le Mans Streifen über Dach und Motorhaube ziehen lassen, was viele Händler dann auf Kundenwunsch gemacht haben. Allerdings gab es damals nur 28% der Fahrzeuge, die auch wirklich diesen Le Mans Streifen trugen. Heutzutage, so die Legende, findet man kaum einen Mustang ohne. Das heißt, im Laufe der Jahre hat man dann dort seitens der Kunden wohl nachgerüstet. 1966 hat Shelby das Auto dann auch in anderen Farben angeboten, unter anderem dem Rot, das wir hier vor uns sehen. Der Shelby GT 350 wurde standardmäßig mit einem 4,7 Liter V8 ausgeliefert. Wie vorhin erwähnt, die 274 PS wurden auf 310 PS erweitert. Dreigang-Automatik oder Viergang-Manuell, das waren die beiden Optionen. Ab 67 wurde die Palette dann auch auf den GT 500 erweitert, der mit einem Big Block V8 7 Litern daherkam und bis zu 500 PS auch, glaube ich, konnte. 440, glaube ich, in den Anfängen mit Kompressor, ja, da ging schon was. Wobei, amerikanisches Fahrwerk, ob man das wirklich ausfahren möchte, ich wage es zu bezweifeln. Es gab dann auch noch ein R-Modell, den Shelby GT 350 R, und genau den sehen wir hier vor uns, relativ leicht an mehreren Sachen zu erkennen. Zum einen, hier hinten, das sieht so nackig aus, ja, da fehlt einfach die hintere Stoßstange, die hat man abgebaut. Vorne sieht es nicht unbedingt besser aus, auch dort hat man Hand angelegt. Das sind also schon mal zwei markante Merkmale des GT 350 R. Dann sieht man hier hinten so einen leichten Spalt in der Heckscheibe. Das ist kein Grafikfehler, das ist so. Denn das R-Modell, da hat man die Heckscheibe, ich glaube 5 cm ungefähr waren es, runtergezogen
um so den Druck, der sich innen anstaut, abzuführen. Ha, wie auch immer. Einfach eine Entlüftung zu haben. Und das soll wohl auf langen Geraden bis zu 5 Meilen pro Stunde mehr Top-Speed gebracht haben. Wie auch immer man das angerichtet hat, aber nein. Also auf jeden Fall ist das hier kein Grafikfehler, sondern dieses Loch dazwischen soll wirklich so sein. Und war damals auch so. Von dem R wurden 1965 insgesamt 36 Stück produziert. Plus es wurde ein Shelby Racing School Auto umgebaut auf diese R-Spezifikation. Also insgesamt gibt es sozusagen 37 Stück. Diese Dinger sind heutzutage nicht nur teuer, sondern sie sind schweineteuer. Man hat in den letzten Jahren versucht, das Ding, also verschiedene Autos, die nach R-Spezifikation gebaut wurden, für sechsstellige Beträge zu verkaufen. 2012 ging einer weg für 990.000 US-Dollar und 2014 ging einer weg für 987.000, glaube ich. Also da liegt momentan richtig Geld in den Teilen. Zum Rennfahren eigentlich zu schade, wenn die für knapp 1 Million US-Dollar weggehen. Es ist schon eine Menge Geld. Die R-Modelle wurden übrigens nach der SCCA-Spec aufgebaut. Sportscar Club of America, der seit 1944, glaube ich, auch eigenständige Rennen austrägt. Und nach diesem Reglement wurde das Auto eben gebaut. Kann ich euch noch irgendetwas zu dem Shelby GT350 sagen? Das hier dargestellte Modell soll mit 355 PS daherkommen. Die R-Modelle hatten zwischen 320 und 360 PS, also könnte das irgendwo passen. So hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Drehmoment findet man zu dem Hobel anscheinend keins. Gewicht liegt bei 1260 Kilo, 215 km/h Topspeed soll der hier bringen, wobei das eigentlich deutlich mehr müsste, das Ding. Aber auch da findet man natürlich keine allzu verlässlichen Zahlen. Eine kleine Anekdote, die man noch auf Wikipedia sowohl im Deutschen als auch im Englischen nachlesen kann. Der Autovermieter Hertz hat 1966 1000 Mustangs bestellt bei Shelby, also 1000 Stück des Shelby GT350. Und zwar wollte man diese Autos vermieten und damit einen großen Reibach machen. Problem nur, diejenigen, die das Auto gemietet haben, die waren der Meinung, wenn ich schon einen Sportwagen habe und mir einen Sportwagen ausleihe, dann aber auch richtig, ne? Ja, man hat die Bestellung nicht vollends ausgeführt. Ich glaube, 800 irgendwas Stück hat man gekauft und danach war man der Meinung, wir stellen das Programm wieder ein. Das kann doch keine Sau bezahlen, weil die Dinger wirklich rangenommen wurden von Hobbyrennfahrern, dass es einfach nicht mehr lukrativ war. So viel also zum Shelby GT350. Den wir uns jetzt auswählen, mit dem wir auf den Hockenheimring gehen und dort dann die 24 Minuten von Hockenheim bestreiten werden. Ein interessantes Auto allemal. Würde ich mir einen nach R-Spec kaufen? Nein. Die Million habe ich nicht. Nein, nein. Ne, ich glaube. Ein moderner, ne, vielleicht nicht unbedingt Shelby, aber V8 ginge schon. Die Dinger sind halt auch wirklich zu einem Spottpreis zu haben. Und deswegen ist das unter Umständen eine valide Möglichkeit als nächstes Fahrzeug. Aber naja, momentan fahre ich hier noch meinen kleinen Punto. Sollte sich da was ändern, werde ich euch das natürlich sofort und umschweifend wissen lassen. Ich will euch ja hier nicht hinhalten. So, hier drin sieht das Ding aus wie ein Mustang. Ziemlich... macht normal eigentlich für die Zeit. Die kleinen Außenspiegel sind süß, aber immerhin, wir haben welche. Wir haben hier auch diese große Schaltanzeige, dieses große Schaltlicht, ihr seht's, wie in der Corvette C3. Und ja, fahren hier im Prinzip ein ganz normales Auto mit übrigens Viergang manueller Schaltung. Der Hockenheimring, auf dem wir uns gerade bewegen, wurde 1932, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, 1932 eröffnet, damals als
12 Kilometer lange Fahrt, 12 Kilometer langer Pfad durch Wald und Wiese. Mit der Rennstrecke hatte das damals noch nicht viel zu tun, sondern es ging primär über Waldboden, unbefestigte Straßen und so weiter und so fort, weswegen zwischen den Rennen Staub gebunden werden musste durch künstliche Bewässerung, also das, was Bernie heutzutage für die Formel 1 vorschlägt, von wegen, lasst uns doch die Strecken künstlich bewässern für ein bisschen mehr Spannung. Das hat man damals schon gemacht, um den Staub zu binden, um so zwischen zwei Läufen etwas bessere Rennverhältnisse oder Streckenverhältnisse zu schaffen. Die Strecke wurde damals unter anderem auch von Mercedes als Teststrecke missbraucht. Hockenheim jetzt nicht so weit weg von Stuttgart. Aber es war halt wirklich mehr notdürftig als wirklich Rennstrecke. 1937 hat man dann die Waldboden ausgetauscht, die Strecke verbreitert. Ein Makadambelag drauf gemacht. Ich habe jetzt sogar mal nachgeschaut, was das denn sein soll, dieses ominöse Makadam. Ein Belag aus drei Schichten unterschiedlich großer Gesteinsbrocken, Bröckchen, die entsprechend verdichtet werden. Und dann also ja, im Prinzip so eine Art schon Schotterpiste bilden. War jahrelang in als Straßenbelag. Aber auch sehr, sehr staubig. Heutzutage fahren wir zum Glück ein bisschen gediegener durch die Gegend. Man hat 1937 diesen Makadambelag aufgebracht, das Ding in Kurpfalzring genannt, ein Rennen gefahren und dann den Krieg das ausbedeuten lassen für die Rennstrecke. Der Zweite Weltkrieg hat wirklich viele Rennen zerstört. Aber nicht nur Rennen, sondern ganz besonders auch Leben. Darum geht es aber heute nicht. 1947. Ich habe keinen fünften Gang, ich Toffkopf. 1947 war der Hockenheimring wieder zurück. Wieder in der 7 Kilometer langen Fassung, 7,7, die damals der Kurpfalzring schon inne hatte. Der Krieg war vorbei, man durfte wieder Rennen fahren, man konnte wieder Rennen fahren. Und hat das dann auch entsprechend gemacht mit 200.000 Zuschauern, denn irgendwie musste man das Volk ja unterhalten. Nachdem man sich keine Granaten mehr um die Ohren werfen konnte, musste eine andere Form der Unterhaltung her. In den 60ern wurde die Strecke dann zerschnitten durch den Bau der Autobahn A6, die hinter den Tribünen zu unserer Linken liegt, also wirklich direkt dahinter. Seither liegt auch die Start- und Zielgerade parallel zur Autobahn. Früher ist man noch ein Stückchen weiter gefahren, im Prinzip die Autobahn gekreuzt. Aber da die Autobahn kam, musste dieser Streckenabschnitt dann leider wegfallen. Dafür hat man hier das Autodrom gebaut, 1964, glaube ich. Nein, 1965, Entschuldigung, 1966 die Wiedereröffnung der dann 6.989 Meter langen Strecke, die auch über eine Kurzanbindung verfügte, die wir auch schon ein paar Mal gefahren sind. Im Laufe der Jahre, also es ging damals hier geradeaus weiter, anstatt rechts rum in die sogenannte Ostkurve. Im Laufe der Jahre musste dann allerdings auch diese Weichen 2002 für 60 Millionen der Umbau. Genau dieser Teilabschnitt, auf dem wir uns gerade bewegen, ist dann entstanden, hat die Strecke weiter verkürzt auf 4574 Meter. Die Ostkurve mittlerweile nahezu völlig der Natur zurückgegeben, also die Natur hat sie sich zurückgeholt, so könnte man das sagen. Alles wieder schön grün, kein Asphaltband mehr. Aber trotzdem nach wie vor eine legendäre Rennstrecke. 60 Millionen muss man erstmal einspielen, ja. Deswegen hat man auch damals die Ticketpreise erhöht, um die Unkosten halbwegs decken zu können. Größte Veranstaltung auf der Strecke, die Formel 1, 1970 zum ersten Mal hier, 1977 nach dem Wegfall des Nürburgrings, weil der ja samt Nordschleife zu unsicher geworden war, ist man dann hier dauerhaft eingekehrt seitens Formel 1.
Und bis heute fährt man hier Formel 1 Rennen, wenn auch mittlerweile eigentlich nur noch alle 2 Jahre nach Kontrakt mit Bernie, weil zu teuer geworden, wechselt man sich mit dem Nürburgring jährlich ab. Was 2015 nicht geklappt hat, denn das erste Mal seit 1960 findet auf deutschem Boden kein Rennen statt. Das erste Mal seit 2000 und schlag mich tot, dass kein Grand Prix von Deutschland stattfindet. Damals war er nämlich auf dem Nürburgring der große Preis von Europa, warum auch immer. Naja. Aber seit 1960 das erste Mal, dass wir kein Formel 1 Rennen auf deutschem Boden erleben. Dann müssen wir halt nach Österreich oder Spa tingeln. Weitere große Veranstaltung, die DTM. Seit 1984, also seit Bestehen der DTM, ist man hier unterwegs. Nicht jedes Jahr, man hat besonders vor den 2000ern hier ein paar Jahre öfter mal ausgesetzt. Seit 2000 ist diese Strecke allerdings sehr fester Bestandteil der DTM oder des DTM-Kalenders, denn man fährt Auftakt und Finale hier bis auf 2010, glaube ich, oder war es 2012? Nee, 2010. Da fuhr man, glaube ich, in China das Finale. Die ADAC GT Masters ist auch seit ihrem Bestehen 2007 hier unterwegs, mit Ausnahme von 2008. Da war man nicht auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Hat es irgendwie nicht für nötig gehalten, aber ist dann 2009 zurückgekehrt und fährt bis heute auch hier tapfer auf dem Hockenheimring. Zudem die internationale deutsche Motorradmeisterschaft und ein paar Classic-Events. So übrigens auch am 10. bis 12. April, könnte das passen, muss ein Wochenende sein, findet das Bosch Classic statt. Im Prinzip das Pendant zum AVD Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring. Gibt es hier das Bosch Classics. Mit Formelboliden, Can-Am und ach, allem Möglichen. Gruppe 5, nein, nicht Gruppe 5, das hat man ein bisschen weiter gefasst. Aber egal, es ist auf jeden Fall ein interessantes Programm und eventuell werde ich dort dieses Jahr anzutreffen sein. Aber nur eventuell, ich steht noch nicht ganz fest. Es könnte aber passieren. So, ich bin mal eine Runde ruhig. So, das also von außen. Ich glaube, das hatte ich die letzten 2 Male vergessen, das Auto von außen zu zeigen. Oder den Sound von außen zu demonstrieren. Das tut mir sehr leid. Heute habe ich dran gedacht und entsprechend habe ich das auch gemacht. Jetzt versuchen wir noch eine schnelle Runde hinzulegen. So auf jeden Fall nicht. Irgendwo neben uns ist einer.
Ah, nun Olaf Ford GT 40. Und tschüss. Zu spät. Zu viel. Zu spät und zu viel gebremst. Das passiert uns ja in letzter Zeit öfter. Wie zum Beispiel auch in dieser Kurve im Motodrom. Diesmal sollte es übrigens vom Hockenheimring auch ein paar ordentliche Replay-Kameras geben. Da ich jetzt weiß, woran es hängt, dass man einfach das Spiel zwischendurch mal neu starten sollte, werde ich hier entsprechend auch das Replay finden, denke ich mal. So, was sagt unsere Zeit? Eine 1,51 ist ganz okay. 2 Sekunden schneller als das, was ich im Training gefahren bin. Nehmen wir also. Und weggeworfen. Dann gehen wir mal zur Garage. Sieht nicht so aus, als seien sie sonderlich schnell unterwegs. Gerade mal Platz 27. Ei, der Witzka. Da muss es halt im Rennen umso besser werden. Aber wenn ich das nicht tun sollte, egal. Nun also auf zu 13 Runden Hockenheimring. Mitnacht. Also Tag-Nacht-Wechsel. Insgesamt wollen wir hier 24 Stunden simulieren. 24 Minuten werden es bei uns werden. Ungefähr. Oh, plus eine Minute vielleicht. Scheiße. Das geht hier. Das. Okay. Wusste ich gar nicht, dass man hier auch einen Frühstart machen kann. In anderen Spielen geht das nämlich nicht, wie zum Beispiel Assetto Corsa oder R3E. Bei Race 07 weiß ich es gar nicht. Oh. Gut zu wissen. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie Frühstart funktioniert. Komm wieder auf die Strecke und schieb die mal Mercedes vorbei, den wir hier zuletzt gefahren waren. Wie Daytona. Hey, hier geht's eng zur Sache. Servus, Kollege. Nicht im E-Type reinfahren. Auch wenn der Fahrer auf der rechten Seite sitzt, trotzdem. Was bist du eigentlich? Ich kann es mir nicht merken. Bei diesen kleinen Autos weiß ich nie, was ich da gerade sehe. Brauchst du den Healy TVR oder... Ich weiß es nicht. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht merken. Auch bei denen da vorne. Ich würde es jetzt einfach mal auf den Lotus Elan tippen. Muss aber nicht passen. Also, Jaguar E-Type, den erkenne ich noch. Aber sowas, das hat bisher noch nicht so sonderlich meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weswegen ich einfach kein Datenblatt dazu abgespeichert habe. Wie weit vor sind wir denn gekommen von P30? Oh, P17 ist doch okay.
Jetzt bloß keine falschen Fehler machen, das Rennen sauber zu Ende bringen und noch ein paar Plätze zwischendurch gut machen. Wie diese Autos fast bis zur Dachlinie unter der Motorhaube hier verschwinden, ist schon geil. Dafür sind sie klein und wendig. Data versucht zu kontern. Das will ich aber nicht zulassen. Vorne haben wir übrigens eine Cobra und eine C2 Corvette. Durch. Gut positionieren, um an der Corvette vorbeizukommen. Na, ich glaube, das wird nichts. Hüpft hier gerade ordentlich über die Curbs. Die sind mir in unserem letzten R3i Multiplayer-Rennen ja auch zum Verhängnis geworden, diese ollen Curbs. Mit unserem Ruf RT12R. Viel zu oft aufgesessen. Das Auto sehr unruhig gewesen. Bisschen weit rausgekommen. Der Anschluss nach vorne fehlt ein bisschen. Aber noch geben wir nicht auf. Wir bremsen uns dafür mal geschickt. Ich würde gerne wie im Qualifying auch eine 1,51 fahren, das wäre ganz schön. Man kann den relativ gut driften, finde ich, den ollen Hobel. Auch wenn das momentan nicht mein vorrangiges Ziel ist. Ich möchte eigentlich schnell um den Kurs kommen und nicht seitwärts. Ja, die Runde war trotzdem deutlich schneller als die letzte. Morgen vorbei an Cobra und einer weiteren C2. Schon ziemlich duster hier. Oh, ein bisschen zu schnell. Die Kurzanbindung hier. Nicht die Kurzanbindung, sondern die etwas verkürzende Spitzkehre genommen. Ich denke auf jeden Fall, dass diese Variante dem Mustang ein bisschen besser liegt, als wenn ich mit Tempo 200 Schlag mich tot auf die echte Haarnadel zufahre. Das dürfte ihm nicht so gut bekommen.
Minuten. Also bis zum Bremspunkt kommen wir auf gerade mal 170 hier auf Start und Ziel. Und bis zu diesem Bremspunkt kommen wir auf 180. Mit einer etwas verkürzten Parabolika kommen wir auf 190. Ja, also 190 ist unser Topspeed hier auf der Strecke. Zur kurzen Information. Auch wenn das Auto grundsätzlich relativ gut auf der Fahrbahn liegt, es ist noch nicht so ganz einfach zu fahren. Deswegen bin ich auch momentan ein wenig zurückhaltender im Kommentar. Schöne Rundzeit, 1:51.0. Noch einen Zacken schneller als im Qualifying. Wieder so ein Auto, das komplett von der Motorhaube verdeckt wird. Bald Rennhalbzeit. Noch eine halbe Runde, dann ist es soweit. Also diese Runde plus eine halbe, dann haben wir Rennhalbzeit. Zwei Sekunden verloren, weil wir sehr zurückhaltend waren, um den Kleinen hier nicht aufzuschnüpfen. Okay. Das hat gerade Zeit gekostet. Quersteher, für den keiner was kann, außer meiner einer. Ja, jetzt wird aber aggressiv da vorne. Ne? Erst lasse ich ihn leben und dann versucht er sich dann den Großen vorbeizuschummeln. Nee. Nicht mit uns. Oh, relativ guter letzter Sektor, nochmal 13. gefunden. Hätte ich nicht gedüngt. Schlechter erster Sektor. Schon 18. liegen lassen, das geht ja so nicht. Ha. Diesmal völlig übertrieben. Das hat Zeit gekostet, aber der Abstand nach hinten riesig. Da kommen sie jetzt erst. Ich hätte ein bisschen früher bremsen müssen und wäre dann trotzdem noch an einem Kollegen vorbeigekommen. Weil irgendwie habe ich mich da gerade ein bisschen verschätzt. Ist natürlich schade. 5 Sekunden verloren dadurch.
Oh, 16. im letzten Sektor gefunden. Noch 5 Runden und der Rest von dieser. Dann müssen wir ein bisschen nach vorne gekommen sein. Denn Platz 12 genügt mir eigentlich nicht. Wir haben höhere Ansprüche. Klar, von Startplatz 30 aus ist das jetzt nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Gelenkt. Na, kleine Verbesserung im ersten Sektor. Wir sind doch merklich rangekommen an den Kollegen da vorne. Na, noch hat es nicht gereicht. Sind aber deutlich besser aus der Kurve rausgekommen. Ah, dafür ist er hier spritziger in der Kurve. Das ist nicht gut für uns. Ups, sorry. Mal eben mit dem ausschweifenden Heck den Kollegen versucht abzublocken. Hat aber auch nicht funktioniert. Oh Mann, der ist echt widerspinstig, der Kleine. Der will sich nicht so einfach überholen lassen. An dem hängen wir jetzt schon 4 Runden, 5 Runden. Und der ist immer noch da! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch alles nicht! Oh Mann. Klasse. Jetzt aber. Ich schieb mal. Danke. Nein! Er kann so viel später auf die Bremse gehen mit seinem kleinen Hobel. Oh Mann. Ich finde das nicht mehr lustig. Wobei, eigentlich finde ich es gerade schon zum Totlachen. Ich müsste eigentlich nur einmal ein bisschen anschieben, würde davon nichts mitbekommen und der Kleine würde sich wegdrehen wie ein Brummkreisel. Aber das machen wir nicht. Wir sind ja, naja, halbwegs fair. Und versuchen auf ehrliche Art und Weise hier Plätze gut zu machen. Und wieder hat er auf die Big Amis da vorne aufgeholt. Top 10 wäre schon noch schön zu erreichen.
Das Viech ist so biestig. Also nicht biestig, sondern fies. Der will sich nicht überholen lassen, dieser kleine Springer. Oder Hüpfer, vielmehr. Und wieder zieht er... Was der an Grip hat, der zieht außen an uns vorbei in so einer Kurve. Und zwar problemlos, das ist ja das Geile. Aber das macht gerade tierisch Laune. Dieser Infight. Entschuldigung. Ich stand auf der Bremse und konnte nichts mehr machen. Ich habe es nur noch kommen sehen, das Knallen. Wir haben zum Glück noch 3 Runden. In der Zeit muss wirklich mal was passieren. Ah, sorry. Kleines Tickchen zu weit rausgekommen. Oh, ja, mei. Geht halt mal locker an der offenen Corvette vorbei. So, mir nichts, hier nichts. Frech und wieselflink. Das Auto ist irgendwie lustig da vorne. Wenn ich wüsste, was es für einer ist. Wir hatten ja vor ein paar Folgen den De Tomaso Pantera mal zu Gesicht bekommen. Wusstet ihr, dass De Tomaso mal in der Formel 1 war? Ich wusste es bis vor wenigen Tagen nicht. Und angeblich soll Geni Capital aus Luxemburg, die ja den Lotus-Rennstall besitzen, De Tomaso zurück in die Formel 1 bringen wollen als Markenname. Schon interessant manchmal sowas. Ford ist natürlich in Sachen Formel 1 auch nicht unbekannt, denn der Ford Cosworth Motor hat keine Ahnung wie viele 100.000 Renneinsätze hinter sich. Einer der meistgenutzten Motoren eigentlich, über alle Epochen hinweg. Das war jetzt nicht sonderlich fair. Entschuldigung, dass ich dich gerammt habe, aber wenn du mich aufs Gras schickst zum Anbremsen... Oh, hat das Zeit gekostet. Da vorne enteilen sie. Wir haben nur noch diese und die nächste Runde. Dahinter hat jetzt auch irgendwer aufgeschlossen, der vorher nicht da war. Auch interessant. Eine Runde nur noch. In der müsste ich diese Cobra da vorne bekommen, um in die Top 10 zu kommen. Ich befürchte, das wird nichts. Schon gar nicht, wenn ich so fahre, wie ich gerade gefahren bin. Wobei der letzte Sektor nicht schlecht war. Viel zu weit raus. Ja, mir auch wurscht. Könnt ihr euch da vorne nicht nochmal in den Scharmützel irgendwie verstricken? Wäre das nicht möglich? Wir haben unsere Chancen auf
die Top 10, glaube ich, weggeworfen, als wir uns in der Spitzgehre oder in der Haarnadel oder was auch immer das da vorne ist, gedreht haben. Das hat 5 Sekunden gekostet und war somit definitiv nicht förderlich, um eine bessere Platzierung rauszufahren. Wieso ist denn der kleine Flo wieder zurückgefallen? Weil das Auto macht schon Laune. Also hier der Mustang natürlich auch, beziehungsweise der Shelby GT 350. Ne, der kleine da vorne, der, mit dem hatten wir echt einen schönen Zweikampf. Und der ist wieselflink. Obwohl es ihm aus den Kurven heraus ein bisschen an Dampf fehlt. Aber der kann einem schon das Leben richtig schwer machen. Tja, das war's dann. Schade, schade. Mehr als Platz 11 war nicht wirklich drin. Ah, aber war ein schönes Rennen, besonders eben dieser Zweikampf mit diesem kleinen Flo vor uns. Also, das Auto hat mich echt überrascht. Ich dachte dann, fährst du mal kurz neben ihn, beschleunigst ihn aus, den Lotus Elan 26R. Pustekuchen. Der denkt nicht dran. Der holt dich dafür in der nächsten Kurve einfach außenrum. Zweimal, dreimal, viermal. Ja, es war ein sehr unterhaltsames Rennen. Es hat mir persönlich zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wären dieser Dreher nicht gewesen von 5 Sekunden, dann wären wir noch irgendwo auf Platz 9 gekommen. Platz 8 halte ich für utopisch. Dafür hätten wir nämlich auch... wir hätten definitiv hinter der Cobra und dem Lotus noch ein bisschen Zeit verloren durch das Überholen. Also ich denke, Platz 9 wäre realistisch gewesen. Ganz vorne ein GT40. Die TVR Griffith sind relativ weit vorne. Auch sehr erstaunlich. Schauen wir mal auf die besten Rundenzeiten. Da sind wir doch eher schlecht als recht. 1:50.966. Unser direkter Konkurrent. 9 Zehntel schneller auf seiner schnellsten Runde. Heide Witzka. Und immerhin 3 Sekunden auf den Shelby Daytona Coupé Prototypen. Naja, trotzdem ein schönes Rennen, das wirklich viel Spaß gemacht hat. Der Mustang oder der Shelby GT 350 lässt sich gut fahren. Und wir hatten wirklich über Runden, ich weiß nicht, 5-6 Runden, hatten wir einen tollen Zweikampf mit dem Lotus Elan direkt vor uns. Dann noch ein bisschen Gemetzel mit der Corvette C2 hinter uns. Es war ein tolles Rennen. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt auch ein tolles Replay daraus. Und ich verweise noch auf den tollen Programmplan für die nächsten Tage. Morgen erstmal das 2. Rennen ADAC GT Masters Sachsenring mit dem Sarini Camaro GT3. Spannend, allemal. Das Ergebnis nicht ganz zufriedenstellend, aber schaut selber. Montag geht es eventuell mit GameStocker weiter, das steht noch nicht hundertprozentig fest. Dafür haben wir dann Dienstag, Mittwoch die GT Pro Meisterschaft in Race 07 mit Estoril, genau. Auf Estoril. Der ehemaligen Formel 1 Strecke geht's rund. Da bin ich mal gespannt, wie gut wir dort zurechtkommen, denn die Strecke bin ich sehr, sehr, sehr selten gefahren. Aber wird schon irgendwie funktionieren. Dann am Donnerstag Assetto Corsa Cars and Tracks mit dem 4. Fahrzeug, und zwar dem Alfa Romeo 4C aus dem Dreampack DLC. Und dann am Freitag nächster Woche geht es weiter in ADAC GT Masters zum ersten Teil des Saisonfinales auf dieser Strecke, auf der wir uns gerade befinden, auf dem Hockenheimring in der vollen Konfiguration. Und da hoffentlich ganz viele Punkte, Sieg um Sieg. Naja, schauen wir mal. Und bitte denkt an die Umfrage für die nächste Folge GT Legends, voraussichtlich nächsten Samstag. Lasst mich wissen, was ihr sehen wollt, und bitte beteiligt euch dran. Bitte ein paar mehr Stimmen abgeben und nicht nur 3 bis 4 Hanseln, die meinen, ich bin treuer Zuschauer, ich mach das mal, sondern jeder hat die Möglichkeit, es macht kaum Aufwand. Und ihr könnt somit einfach entscheiden, was ihr nächste Woche sehen wollt oder in der nächsten Folge sehen wollt. Deswegen bitte nutzt die Chance, macht mit und gebt eure Stimme ab. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Swoddy.